Herzlich willkommen bei Brennt im Mund aufs Asthma Physik Astro TV. Wie ich es im letzten Video angekündigt habe, spreche ich nämlich heute über einen weiteren offenen Sternhaufen, der sich im Carina-Nebel befindet. Wir wissen ja, dass alles, was zum Carina-Nebel gehört, sich im Sternbild Kiel des Schiffs befindet und die Entfernungen bei etwa 9000 Lichtjahre liegen. Heute geht es um Trompla 16. Trompla 16, sowohl auch Trompla 14, worüber wir im letzten Video gesprochen haben, sind die bedeutendsten Sternhaufen im Carina OB1-Sternassoziation. Also eine OB-Sternassoziation ist dadurch gekennzeichnet, dass sich dort Sterne der Spektralklasse O oder B befinden, die natürlich auch massenreich und sehr leuchtstark sind. Es gibt auch andere Typen von Sternassoziationen, zum Beispiel die T-Assoziation. Dort befinden sich wiederum nur junge Sterne, die zu den T-Tauri-Sternen gehören. So als kleine Randinformation, wann es halt noch so an Sternassoziationen gibt. Kann dazu auch gerne ein Video machen, wenn ihr es nämlich wollt. Das könnt ihr gerne in die Kommentare unten reinschreiben und dann kann ich gerne was dazu erstellen. Der Carina OB1-Sternassoziation befindet sich natürlich auch im Carina-Nebel und auch im Sagittarius am der Milchstraße. Aber Trompla 16, worüber nämlich wir heute nämlich reden, beheimatet auch den sehr bekannten und vor allem auch den sehr oft diskutierten Stern Eta Carinae. Ein zukünftiger Supernova-Kandidat, der über 100 Sonnenmassen hat und ca. 4 bis 5 Millionen Sonnenleuchtkräfte aufweist. Aber nicht nur Eta Carinae befindet sich in Trompla 16. Es gibt auch noch einen anderen sehr hellen Stern, WR25. WR25 aber wird über allen Wellenlängen hinweg heller geschätzt als der Stern Eta Carinae, denn man kann nämlich daraus herleiten, dass Eta Carinae nur ca. 4 bis 5 Millionen Sonnenleuchtkräfte hat, während WR25, das ja heller geschätzt wird, etwa 6,5 Millionen Sonnenleuchtkräfte aufweist. Aber wenn man es wiederum auf die Weiten betrachtet, also auf das Weite halt, ist wiederum Eta Carinae heller. Da Eta Carinae auch im sichtbaren Bereich leuchtkräftiger ist als WR25, denn WR25 emittiert hauptsächlich im ultravioletten Bereich. Bei emittieren heißt aussenden, wäre halt so der Fachbegriff dafür. Und Eta Carinae ist nämlich auch in einen Nebel eingebettet, was wiederum die Helligkeit noch weiter verstärkt. Ja, man kennt nämlich auch bei Eta Carinae aus den 1840ern der große Helligkeitsausbruch, wo dann auch der Homunculusnebel entstanden ist, was man hier in der Abbildung sieht. Dadurch wurde Eta Carinae richtig, also durch diesen Ausbruch, zum zweithellsten Stern am Nachthimmel. Das trotz dieser Riesenentfernung von knapp 9000 Lichtjahren. Und man sich nämlich erstmal vorstellen, dass ein Stern aus einer so großen Entfernung so eine solche Helligkeit erreichen kann. Na natürlich, wenn dann natürlich irgendwann Eta Carinae noch als Supernova explodiert, dann wird es natürlich am Himmel deutlich zu sehen sein, ist ja klar. Weil es ist ein zukünftiger Supernova-Kandidat. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen Carina OB1-Sternassoziationen. Ich habe nämlich auch gesagt, dass Trompla 14 und Trompla 16 die bedeutendsten Sternhaufen in diesen Sternassoziationen sind. Aber natürlich dieser Spektraltypen, was nämlich die Sterne nämlich haben, deutet nämlich darauf hin, dass eine einzige Sternentstehung stattgefunden hat. Denn es ist nämlich so, Sterne der Spektralklasse O haben nur eine sehr kurze Lebensdauer. Und wenn natürlich jetzt ein Sternhaufen vorhanden ist und eine Sternassoziation vorhanden ist, wo sich extrem viele von diesen extrem massenreichen Sternspektralklasse O sich aufhalten, müssen die natürlich auch alle extrem jung sein, ist ja klar. Und dann haben die natürlich auch alle das gleiche Alter und sind auch alle gemeinsam entstanden. Weil die haben ja eine durchschnittliche Brenndauer von nur 3 bis 4 Millionen Jahren. Weil die ja aufgrund ihrer enormen Hitze und auch ihren enormen Druck, was sie im Inneren haben, ihren Wasserstoff extrem schnell verbrauchen. Aber das zweite Problem ist nämlich auch so, dieser massenreichen Sternen, Spektralklasse O,
haben natürlich diese extremen Leuchtkräfte. Und die Sternwinde, was diese extrem leuchtkräftigen Sterne aussenden, verdrängen die Staubwolken um diesen Sternen herum. Und natürlich, wenn da ein paar Millionen Jahren, wenn die Staubwolken weg sind, können auch keine neuen Sterne mehr entstehen. Wenn natürlich die Staubwolken weg sind und die Sterne explodieren ein paar Millionen Jahren als Supernova, wird sich dann natürlich dieser Haufen langsam auflösen und es wird kein Tumbler 16 mehr geben. Naja, so viel dazu. Ich hoffe, dass euch dieses Video zu Tumbler 16 gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao.